Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexform.de. Das ist das Forex-Marktupdate heute zum Thema Euro gegen den australischen Dollar. Aber wie immer am Anfang erst einmal die Risikowarnung. Der Euro gegen den australischen Dollar, ein Währungspaar, was uns im letzten Jahr sehr, sehr viel Freude bereitet hat, beziehungsweise das Ganze begann ja bereits am Anfang des letzten Jahres, recht zeitig hier ungefähr am Anfang Januar herum. Das Ganze, das Setup hier gestartet bei ca. 1,38. Wir schauen uns das gleich nochmal im Detail an. Und das Ziel lag von Anfang an hier beim 50er Retracement, dieser gesamten Abwärtsbewegung, beziehungsweise bei der 1,63 und dieser aufwärts gerichteten Trendlinie. Also alles in allem hatten wir hier ein schönes Setup von ca. 2500 Pip. Das war die erste Position. Und im Laufe dieses Aufwärtstrendes hatten wir immer mal wieder nachgekauft, um letztendlich, ja, hier, ich glaube, mit vier Positionen hatten wir im Endeffekt hier einige tausend Pip aus dem Markt zu ziehen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Grundlage dafür war hier diese Art Bodenbildung, beziehungsweise diese kleinen Fehlausbrüche, die sich hier immer wieder gebildet hatten. Und ja, das ging sehr, sehr gut und sehr, sehr effektiv zu traden. Was habe ich jetzt vor, beziehungsweise was plane ich aktuell? Man kann ja so viel sagen, dass es hier natürlich in den letzten Monaten nicht sonderlich einfach war, irgendwelche langfristigen Setups in den Markt zu bringen. Und da wir immer wieder sehr, sehr starke Korrekturen gesehen haben. Klar, man könnte jetzt argumentieren, hier an diese überwundene Trendlinie hatten wir doch bereits einen Retest gesehen im November letzten Jahres. Und jetzt kann der Kurs doch eigentlich hier wie eine Rakete abzischen. Das kann natürlich passieren, aber wir brauchen dazu natürlich ein Überwinden oder das Überwinden dieser vermeintlichen horizontalen Widerstände hier bei ca. 1,63, diesem 50er Retracement. Und dann ist durchaus weiterhin Luft bis ca. 1,74 und damit zum 61,8 Retracement diese gesamten Abwärtsbewegungen. Und zur Oberseite dieses steif verlaufenden, aufwärts gerichteten Trendkanals. Dazu gleich mehr, wie wir hier in die bullische Richtung rein können. Die Frage ist natürlich, kann er diesen Widerstand überhaupt durchbrechen hier gleich bei ca. 1,63 oder wäre es nicht eigentlich sinnvoller und logischer, wenn wir noch einmal eine Korrektur sehen, beispielsweise an dieses Key-Level hier heran, an diese ca. 1,44. Das heißt, die Kombination aus dieser wichtigen, und das ist unbestritten eine sehr, sehr wichtige abwärts gerichtete Trendlinie gewesen, in Kombination eben mit dieser aufwärts gerichteten Trendlinie, respektive der Unterseite dieses aufwärts gerichteten Trendkanals, macht es da nicht einfach mehr Sinn, wenn der Kurs hier noch einmal auftrifft, um dann erst wieder neuen Schwung zu bekommen und hier in die Höhe steigen zu können. Und vielleicht muss dann nicht mal bei dieser 1,74 Schluss sein oder bei dieser 1,74,50, sondern vielleicht können wir das Ganze dann auch noch weiter in die Höhe traden. Aber gut, da sehen wir mal, wenn der Kurs hier in diesem Bereich ist, was denn da passiert. Also diese beiden Möglichkeiten haben wir, dass er jetzt hier durch diesen Widerstand durchstößt, und das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an, wie wir da jetzt auch kurzfristig rein können in die Positionierung, oder eben, wenn es hier zu einem schönen Key-Level oder zum Tangieren dieses Key-Levels kommt, bei ca. 1,74 und damit ungefähr im, ja, wann sollte das passieren, ungefähr im April diesen Jahres. Das klingt immer alles so weit entfernt und viele scheuen sich dann davor und denken, ah, ich will doch aber jeden Tag ein Setup mitnehmen. Ich muss doch aber, wenn ich mich an den Rechner setze und wenn ich mich an den MetaTrader setze, dann muss ich doch eigentlich gleich irgendein Setup finden, was mir dann viel Geld bringt. Aber so ist es eben leider nicht immer. Und es ist durchaus oder kann durchaus profitabler sein, wenn man eben natürlich auch kurzfristige Setups tradet, einige Tage lang zum Beispiel, das mache ich auch, aber eben auch so in seinen Horizont ein wenig erweitert und auch die mittellangfristigen und sehr langfristigen Setups mit einfließen lässt. Denn diese sehr, sehr langfristigen Setups, die halten auch auf Dauer die Equity stabil, auch wenn es vielleicht mal zeitweise nicht so gut läuft. Ja, dann hat man aber immer noch diese sehr, sehr gut laufenden Setups, die einen über Wasser halten, und das bringt einen auch eine gewisse Sicherheit ins Trading, und das ist sehr, sehr wichtig. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an im Daily Chart, wie die Situation momentan sich gestaltet. Wir sind hier natürlich über diesen Widerstand hier. Da können wir natürlich drüber spekulieren und sagen, ja, der ist vielleicht wichtig hier bei ca. 1,5250. Der Kurs hat ja hier immer mal wieder herumgespielt, aber ich muss natürlich sagen, wir lassen den mal drin, oder wir lassen diese Widerstands- und Unterstützungszone mal drin, weil der Kurs immer wieder daran reagiert hat. Aber man kann jetzt natürlich keine Aussage darüber treffen, was denn hier jetzt als nächstes passieren müsste, denn er kann genauso gut wieder durchmarschieren oder eben drüber oder eben wieder davon abprallen. Also das ist völlig egal. Aber für temporäre Kursreaktionen
Lass es mal drin und können wir durchaus mit nutzen. Im H4 gestaltet sich die Sache schon ein bisschen klarer. Hier sahen wir eine vermeintliche bullische Flagge und die gilt es nun zu beachten in meinen Augen, denn hier möchte ich natürlich oder zielt mein Anliegen jetzt darauf, dass ich hier warte, bis wir bei ca. 1, wann wird es ungefähr dazu kommen, bei ca. 1,5050 circa, ja, das weiß natürlich keiner, wann er hier an diese Trendlinie stößt, dass der Kurs eben an diesem Bereich zurückkommt, sich hier stabilisieren kann im Laufe oder im Verlauf dieser Berührung dieser vermeintlichen bullischen Flagge und dann eben noch einmal kräftig in die Höhe schießen kann. Deswegen ist mir das eigentlich auch prinzipiell recht egal, dass ich hier beispielsweise diesen Ausbruch nicht mitgenommen habe. Wer mich kennt oder wer meine Analysen schon eine Zeit verfolgt, der weiß, dass ich sowieso kein Ausbruchstrader bin. Nichtsdestotrotz ist es nur einmal so, dass ich ja, dass ich jetzt hier auf den Retest warte und mir erwarte, dass wir durchaus nochmal ungefähr um die 9000, nicht 9000, sondern 980 Pip hier in die Höhe steigen könnten, was entsprechend uns letztendlich oder um die 1000 Pip in die Höhe steigen können, was uns letztendlich noch einmal in diesen Bereich hier hochführen sollte. Also alles ab der 1,61 wird definitiv noch einmal sehr, sehr interessant. Oder wann beginnt das bereits? Ab der ja, 1,60, 80, 1,61, dort beginnt das Ganze. Und warum nicht? Warum soll er diesen Widerstandsbereich nicht auch noch einmal antesten, jetzt auf kurz- bis mittelfristiger Basis, eher mittelfristiger Basis? Wir holen uns dadurch nochmal gut und gerne, ja, wenn wir hier den Einstieg bekommen, circa nochmal 1000, 1100, 1200, 1300 Pip hier raus. Und dann muss man eben erstmal schauen, was er in diesem Bereich macht. Entweder man spekuliert darauf, dass der Kurs hier wirklich durchbricht und lässt die Position laufen. Oder wenn es eben zu ersten Abprallen kommt, kann man beispielsweise hedgen. Oder wir nehmen eben hier dann diesen Gewinn raus von denen aktuell dann 1000, 1100, 1200 Pip und warten darauf, dass der Kurs eben wieder in die Korrektur übergeht und diesen Punkt dann hier irgendwann im April oder Ende April diesen Jahres erreicht und wir dann wieder sehr, sehr langfristige Positionierung in den Markt bringen können. Also das wäre jetzt aktuell mein Anliegen bzw. mein Bestreben. Im Monatsstart schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also wie gesagt, auf langfristiger Basis rechne ich jetzt damit, dass wir diese aufwärtsgerichtete Trendlinie durchaus überwinden sollten. Diese starke Short-Reaktion ab dem August letzten Jahres ist völlig normal. Wir sind hier am 50er Retracement angekommen. Wie gesagt, auch an dieser sehr, sehr markanten Trendlinie. Also wenn hier einfach durchgeschossen wäre, das hätte mich schon sehr, sehr stark gewundert. Hätte nicht unbedingt Sinn ergeben, also hier alles als technische Gegenreaktion zu werten und nicht überzubewerten. Und jetzt bin ich eben gespannt, ob er hier diese Bereiche trifft und die nächsten Kursziele definitiv hier die 1,74, also sehr, sehr, sehr langfristigen Kursziele, 1,74 und 1,88 ungefähr. Und damit hätten wir dann auch unsere nächsten FIBO-Levels abgearbeitet. Natürlich hier die 1,74, das ist erstmal so der Höchstpunkt, den ich mir hier vorstellen könnte, denn dann sind wir am 61,8 Retracement und hier sollte sich entscheiden, ob es eben weiter in die Long-Richtung geht oder ob der Kurs hier wieder stark nachgibt und wir es in diesem Sinne vielleicht einfach mit einer riesigen bärischen Flagge zu tun haben und der Kurs hier wirklich stark in die Korrektur übergeht. Aber das wird sich sowieso erst zeigen, wenn wir beispielsweise an diesem Punkt hier angekommen sind und dann natürlich auch diese überwundene aufwärtsgerichtete Trendlinie noch einmal intern getestet wird. Ja, und dann wird sich zeigen, kann der Kurs sich hier an diesem Punkt stabilisieren und steigt er weiter in die Höhe, dann hätten wir möglicherweise ein über Jahre andauerndes, sehr, sehr schönes Long-Setup hier im Markt. Wenn man beispielsweise nur eine Position im Markt belässt oder immer nur die Hälfte aus diesen Positionen dann entfernt, kann man das hier durchaus über viele, viele Monate, vielleicht ein, zwei, Jahre hier herauf, mitziehen. Und dadurch sich wirklich ein kleines Polster aufbauen. Also das immer schon im Bereich des Investments und nicht mehr nur im Bereich des simplen Tradens oder manch einer mag es vielleicht auch Zocken nennen. In diesem Sinne wünsche ich natürlich wie immer viel Erfolg bei diesem Setup und allem, was ihr sonst noch so traden und tradet und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Tschüss.